Hallihallo und willkommen zurück zu Shonenyas Let's Plays. Ja, es geht weiter mit Hearthstone. Wir hatten zuletzt das Solo-Abenteuer gestartet. Und mittlerweile ist endlich der letzte Part der Eisbrunnen-Zitadelle fertig. Verfügbar, besser gesagt. Und das ist der Frostthron. Ein Boss, zwei Kisten. Soll ich Frostgram niederlegen und mich eurer Gnade ausliefern? Ich verrate euch etwas. Niemals. Ihr werdet um Gnade betteln. Ihr werdet auf Aufgeben drücken. Vergebens. Der Lichtkönig, nehmt euch in Acht vor seinen unkonventionellen Taktiken. Böse Zungen behaupten, sie seien regelwidrig. Ruft einen Ghoul 2-2 herbei. Klingt ja erstmal noch fair für 2 Mana. Was nehme ich für ein Deck? Ein Ghoul. Dann nehme ich doch erstmal mein Mage-Deck. Da habe ich genug Zauber, um schwächere Kreaturen zu vernichten. Jaina gegen und schon wieder dieser Bug. König. Ich frage mich, was das immer ist. Ihr habt okay. Es so eure Pein wird legendär. Euer Rang nicht. Die ist zu teuer und am Anfang Karten ziehen finde ich nicht so praktisch. Da habe ich lieber Karten auf der Hand, die ich auch spielen kann. Jo, ein Geheimnis wäre schöner gewesen als der Frostblitz. 30-30. Okay, hatten jetzt schon einige Bosse gehabt. Ich kann es machen. Hallo. Magier. Ich allein gebiete über die eisige Macht des Todes. Was? Das klingt nicht nett. Komm, wir gucken, was passiert, wenn wir voll sind. Meine Hand war eh nicht so blöd. Okay, also ich sterbe tatsächlich. Gegen den Lichtkönig. Ihr habt es so gemacht. So doof. Dieses jämmerliche Häufchen Karten nennt ihr ein Deck. Problem damit? Und dann sowas, ey. Immerhin ein Geheimnis. Die hat rot geleuchtet gerade beim Ziehen. Die automatisch kriegt scheinbar. Tja. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Cool, Mann. Was kommt jetzt noch? Noch ein Ghoul? Damit bin ich theoretisch über nächste Runde tot. Es gibt keine Karte, die meinen Triumph verhindern kann. Ich ziehe was. Ihr spielt wie mein Vater sein Königreich regierte. Mit schwacher Hand. Geister, ich werde euch leiten. Ein Diener. Schade, hätte ich das jetzt gerade auf der Hand gehabt, dann hätte ich schön. Aber ich kann so machen. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Dann kann er gerne nochmal spielen. Wird das ewig so weitergehen? Achso, beide können ewig ich so weitergehen. Wird das ewig so weitergehen? So, was machen wir? Kostet 3 weniger. Kann ich das gratis spielen und das für 1 und das für 2 eine 8er zerstören. Ist eigentlich ganz nett, ne?
Nehme ich mal vorsichtshalber mit für die nächsten Runden. So, einmal kontern, damit ich eben sonst spielen kann. Viel zu spät! Und ausnahmsweise opfere ich mal. Weil ich will nicht so viele Kreaturen auf der Hand hat. Das reicht, wenn ich nur einen Lebenspunkt habe. Niemand erteilt mir Befehle. So, vernichte ich die, kann ich danach aufmachen. Zwei sehr teure Karten und zweimal hintereinander vor allem. So, ich könnte mit den beiden den angreifen. Hauptsache meine Mauer bleibt. Befreit mich! Oder ich greife einfach den an und sich gegenseitig einfrieren. Aber ich habe meinen Stark noch. Ja, das macht so. Sehr geil. So, da ich eh nichts spielen kann, mache ich so. Da ist der Freeze zählt immer noch. Der war von letzter Runde. Werdet Zeuge der Macht von Frostgram. Was kommt denn jetzt? Das bitte schön machen. Ja, so ein Immun. Kampfschreien. Entfernt alle eure Diener. Todesröcheln ruft sie erneut herbei. Entfernt alle Diener. Okay, es waren keine dabei, die ihr beschworen hatte. Tja, ich kann dagegen eigentlich nichts machen gerade. Ich könnte den spielen, dann könnte ich den anderen und sonst spielen. Ich könnte einen sofort töten und einen freezen. Aber ansonsten kriege ich halt keinen Tod. Kann nicht verletzt werden. Hier eine gefangene Seele kontrolliert. I don't know what to do. 6. Könnte ich einen Spotttypen kriegen, mit Glück. Naja, hilft das mal nicht. Sicherlich angreifen. Ich laufe echt die ganze Zeit mit einem Leben rum. Was soll das denn bitte? Ja, das war zu nichts. Da brauche ich definitiv ein anderes Deck. Am besten mit Heilung. So, weiter geht's. Ich habe mir gerade ein neues Deck gebastelt. Gegen den Lichtkin. Hat jetzt nicht viel Staub gekostet. Ich bin mal gespannt, ob es hilft. Ich habe noch Lichtkin Destroyer genannt. Besteht fast ausschließlich aus sehr günstigen Karten. Gegen den Lichtkönig. Ein paar Spottkarten, ein paar Molochs. Ich muss und die ein paar auch zum Heilen. Ist es aber allein durch die Heldenfähigkeit baue ich auch Rüstung auf. Die euch treibt. Ich bin mir nicht sicher. Und zweimal diesen Schleim drinne, der die Waffe des Gegners zerstört. Ich werde euer Deck auseinandernehmen und danach eure Seele. Ja, ja. Oh krass. Hatte man einen anderen Öffnungszug gemacht. No. Mein Deck hat nur noch 6 Karten. Der hat mein halbes Deck oder 90% meines Decks damit vernichtet. Nee, das die Runde kann ich auf jeden Fall. Ich gebe mich geschlagen. Oh cool, da gab es auch einen Neustarten-Button. Was der am Anfang einen Spruch gemacht hatte bezüglich
man kann nicht aufgeben, wollte ich natürlich erstmal aufgeben drücken. Das ist ja eine miese Karte. Nur weil ich eins noch ein Monster gleich gespielt habe. So, selbst wenn ich jetzt einen mit Schrott habe, würde ich den nicht spielen. Schützen. Mit ist das Ansturm. Euer Deck? Das sieht eher nach einem Hilfeschrei aus. So, er hat wieder diese Karte gezogen. Ich spiele ihn jetzt trotzdem mal. Mal gucken, was er macht. Die hinterste schon wieder. Malfurion gegen den Lichtkönig. So, das ist doch eine schöne Handkarte. Ich muss die Wildnis schützen. Ist es wirklich Rechtschaffenheit, die euch treibt? Ich bin mir nicht sicher. So, diesmal spiele ich nichts. Dass er ja nicht auf den Gedanken kommt, macht er trotzdem. Er muss das anhand dessen machen, was mein Deck hat. Nee, das wird so nicht. Da muss ich mir doch ein anderes Deck machen. So, nächster Versuch. Ich habe mir ein Priesterdeck gemacht. Denn ich habe im Internet gelesen, dass das eine klassenspezifische Karte war, die der Feind gespielt hatte. Ich kann es dir mal vorlesen. Also bei Druiden spielt er immer diese Karte, vernichtet Anduin alle Feinde, die drei oder mehr kosten, egal wo sie sich befinden. Beim Hexenmeister spielt er, verursacht zwei Schaden für jede Karte, die im Deck des Gegners mehrfach vorkommt. Jämmerliche Häufchen Karten nennt ihr ein Beim Jäger spielt er, fügt dem Gegner für jeden Diener in seinem Deck zwei Schaden zu. Also hat keine 15 Diener und man ist tot. Beim Krieger spielt er, erhaltet 100 Rüstung. Beim Mage spielt er ja verbleibendes Leben auf 1. Beim Priester spielt er, übernimmt die, nicht beim Priester, beim Paladin, übernimmt die Kontrolle über jeden Feind, der in diesem Spiel stirbt. Priester ist, euer Gegner kann keine Emotes benutzen. Also die super, die einzige, der einzige Negativ-Dings, der überhaupt keinen Einfluss hat. So, beim Hexenmeister ist es, setzt Angriff und Leben von Dienern in der Hand und auf dem Deck des Gegners auf 1. Eklig. Und Schurke vernichtet alle Zauber auf der Hand und im Deck des Gegners. Kann man also noch mit Kreaturen und Magie angreifen. Priester, das Licht wird eure Hilferufe nicht hören. Fügt der Hand des Gegners ein Frosttonkart hinzu. Wählt einen feindlichen Diener und nimmt bis zum Beginn eures Zuges die Kontrolle darüber. Mhm. Lohnt sich das? Wie mischt ihr diese Karten überhaupt, ohne im Selbstmitleid zu versinken? Klappe zu! Nur ich und Herr Reiserchen. Der dunkle Pfad ist mein Schlüssel. So, was haben wir denn hier? Vernichtet alle Feinde mit zwei oder weniger Angriff. Zwei oder weniger Angriff, da würde auch meiner sterben. Ja! Ist jemand verletzt? Mhm. Wenn wir drei Mana, drei Karten ziehen.
Und 6 Rüstung. Voll heftig. Sofort. Ist jemand verletzt? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Sofort. Jetzt geht der Spaß los. Krieg nicht mal einen Tod. Ja. Oh. Ich bin doch immun, ist das übel. Nützt mir eigentlich auch nicht viel. Ach, hallo zu meinem kleinen Freund. Hallo. Es gibt keinen Ausweg. Vielleicht gibt es doch einen. Ich hätte mir vielleicht die Karte aufheben sollen, die ich vorhin schon gespielt habe. Wenn sie immer tötet, die... zwei oder weniger Angriffe haben. Legt euch nicht mit Zorn an! Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das sieht doch doof aus. Ein Schuss. Ein. Hilft uns. Tja, die Runde läuft irgendwie auch nicht so gut. Schade. Probiere ich nochmal. Ich darf ja nur nicht. Ich muss mir die Karte aufheben. Weil dann ist er ja auch wieder angreifbar. Gegen den Lichtkönig! Das Licht wird den Sieg bringen. Genau, die hebe dieses ich mir jetzt auf. Jämmerliche Häufchen Karten nennt ihr ein Deck. Ich habe die einmal drinne. Grüße. Niemand erteilt mir Befehle. Ein Schuss. Ein. Ich werd's versuchen. Hat jemand den Arzt gerufen? So, ab Runde 7 spielt er diese Fähigkeit, wo er Frostgram kriegt. Ich werd's versuchen. Ist jemand verletzt? Zieht euch warm! Das ist nett. So, heile ich ihn und ziehe eine weitere Karte, beziehungsweise zwei mit dem hier.
Dann spiele ich das. Töte sein. Nee, ist jemand verletzt? Das war's. Gleich zweimal. Zieht euch wach! Ich hätte ja den anderen angegriffen. Okay. Verletzten Diener würde plus 1 kriegen. Ich kann aber nicht angreifen, weil meiner dann stirbt. Dann mache ich doch mal so und so. Kann ich den nämlich verstärken nächste Runde? Ja, ist schlecht. Na, okay. Hätte ich auch gemacht. So. Hat jemand den Arzt gerufen? Okay, also nächste Runde zerstört er alle Kreaturen. Okay, damit er nicht wiederkommt, mache ich erstmal so. Mit dem greife ich nicht. Doch, mit dem greife ich auch an, aber ich mache es so. Dann kommt nämlich nichts wieder. So, jetzt könnte ich angreifen, würde ich aber 3 verlieren. Für die Horde! Okay, diese Runde kann er nichts machen und ich kann aber das Spiel und den 10 Schaden zufügen. Das ist doch sehr gut. Na gut, aber ich lebe noch. Oh Mist, ich muss meine auch weghauen. Na, das war doof, hätte ich doch nicht so spielen sollen. Meine Waffe genervt! Und die ist wieder voll. Hat eine neue Fähigkeit. Fügt dem feindlichen Helden einen Schaden zu, wenn ich das mal einnehme. Okay. Jetzt stellt euch dem Unausweichlichen. Ach, mach sowas. Ich, König. So, wenn ich den spiele, nee, dann wird er aber auch sterben. Da mache ich doch lieber. Greife ich an. Schaden mache ich nicht. Mein Arbeitskollege ruft mich an. Na, auch noch sowas. Scheiße, jetzt kann er nicht mehr. Ich hatte gehofft, dass er mit der Spinne angreift. Damit ich die Spinne weg habe, bevor ich den hier spiele. Nehmt die Kontrolle. Das klingt doch gut. So krieg ich's dann nicht so genau. Falle ich mit maximal 2 Angriff. Warum schläft der? Mano. Mit maximal 2 Angriff. Lasst mich eure Meinung ändern.
das ewig so weitergehen? Wird das ewig so weitergehen? Geister! Ich werde euch gleich leiten! Zweimal, das heißt, ich kann jetzt nichts spielen. Fuck. Und diesen. Ich hätte es andersrum spielen sollen, aber es ist. Mein Meister ruft! Hey, immerhin sind da noch beide weg. Zieht euch warm an! Ja, aber trotzdem nichts dran, dass ich nur noch zwei Runden lebe. Höchstens. Schade, schade. Sehr bedauerlich. Aber wir sind immerhin schon mal weitergekommen. So, ich nehme die Runde einfach mal auf jetzt, weil die sieht besser aus. Ich habe mir ein neues Deck gebastelt. Und ja, momentan läuft es ganz gut. 2, 4, 6, 8 Handkarten, alle verletzt. Also ich würde 3 ziehen, wenn ich die... Achso, kann ich gar nicht spielen. Wenn er Schaden erleidet. Nee, ich stärke auf jeden Fall erstmal den hier. Und Zauberschaden. Obwohl, er kann auch so eine Dingskarte haben. Mach ich das mal so. Ich hab ihn einfach in seinem Lebenspunktebereich. Die Karte hatte ich nicht einmal, die hat nur 40 gekostet, 40 Staub, die habe ich mir zweimal gekauft. Nein! Jetzt ist mein Staub. So, mache ich doch einfach mal den hier. Geister! Ich werde euch leiten! Das war dumm. Und den kriege ich auf jeden Fall jetzt durch. Für den Lichtkönig. Na, kommt noch was? Nein, das ist doch mal sehr gut. Dann mache ich nämlich einmal so. Und einmal so. So. Kann sonst keiner mehr angreifen. Stell dir jetzt mal, wenn ihr ein Zauber wirkt, das hätte ich natürlich gleich machen sollen. Gesegnet sei dieser Kraft! Mit dem Lebensentzug rüber. So, wenn ich den wegkriege. Aber sollte ich trotzdem schaffen. Genau, ich könnte jetzt so machen. Danach noch ist noch ein Zweier da. Und dann kann ich mit dem noch genau Schaden machen. Ach, ich kann auch einfach so machen. Sofort. So, jetzt kann ich ihn noch ein bisschen ärgern. Aber das geht auf einen Diener. Kann ich mich noch ein bisschen heilen? Geschafft! Unmöglich! Unmöglich! Ich sehe. Finsternis vor mir. Was bedeutet das? Der Körper des jungen Prinzen wurde zu Schatten. Jetzt sehe ich alles klar vor mir, stieß er aus und in seinen Augen loderte blaue Flammen. Ich war so naiv. Habe ich jetzt mit der Charakterklasse dann die Shadow-Variante freigeschaltet oder was? Kommt da noch was?
Oh nein, man muss mit jeder Klasse durchspielen, oder was? Eine Kiste kriege ich. Der Frostthron ist euer, aber jetzt erwarten euch noch größere Herausforderungen. Unmöglich. Unmöglich. Sagen wir, das dritte Spiel entscheidet. Ihr habt die Eiskron-Zitadelle erobert. Besiegt den Lichtkönig mit jeder Klasse, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Seht eure Hand an, Champion. Neuer Paladin-Held. Besiege den Lichtkönig mit jeder Klasse und erhalte Prinz Arthas als Belohnung. Verbleibende Klassen. So nochmal. Krass. So, egal. Wir haben es jetzt trotzdem erstmal einmal geschafft. Und natürlich erstmal meine Packs hier öffnen. Dann kann ich es mir auch sparen, hier diese Kämpfer da irgendwelche Karten zu herzustellen, wenn ich sie doch vielleicht sogar kriege. Aber von den Klassik-Karten waren das so gut wie alle eigentlich. Außer von den hätte ich glaube ich auch schon gehabt. Ruft ein Skelett 5-5 herbei, Todesfäschchen ruft 1 für euren Gegner herbei. 1 heißt auch 5-5. Heldenfähigkeiten sind deaktiviert. Das ist ja auch cool. Kann man das spielen, wenn... Trifft das auch dann auf den Gegner zu? Stimmt. So, machen wir mal. Wir haben so viel Kohle. 2 davon. Davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 2000 würde ich mir übrig lassen, falls ein neues DLC kommt. Viel zu viele, die ich schon habe. Toll. Auf goldene Karten würde ich so gar keinen mehr. Und gewöhnlich. Selten. Ich will legendär. Noch mal von der anderen Seite auf. Selten und gewöhnlich. Den hatte ich glaube ich nur einmal. Nee, eine neue Karte. Aber gut, hier sind immer viele dabei, die ich noch nicht habe. Aber ich spiele ja hauptsächlich eigentlich nur meinen Priester, meinen Moloch und meinen Schaman. Also Paladin, Moloch, Deck. Schaman Moloch Deck, Priester Thun Deck. Gottes Schilder halt nicht. Toll, jetzt bin ich wieder unten. Achso, deswegen hatte ich die Karte auch noch nicht. Eine von den neuen Karten. Golden und selten. Golden und selten. Also eine letzte kann mir noch geben. Golden und gewöhnlich. Ich habe jetzt 13 Packs aufgemacht. Ich muss doch mal eine reguläre dabei sein. 13 mal 5 Karten. Kein Glück. Naja, wie sagt man so schön? Glück im Spiel, Pech in der Liebe. 36 Karten, ey. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt vielleicht noch ein paar von den Duellen mir anschauen. Aber nicht alle aufnehmen, weil die Hälfte davon wird eh nicht funktionieren.